herzlich willkommen auf hosjensite.de. Mein Name ist Jens und heute testen wir das ASRock Z790 Tai Chi Mainboard. Das Mainboard wird hier in diesem großen Karton geliefert. Jetzt ist es nicht mehr drin, da wir das hier schon aufgebaut haben. Als Testsystem. Deshalb kommen wir jetzt auch schon direkt zum Zubehör, was enthalten ist in dem großen Karton. Da haben wir einmal eine Postkarte, die man verschicken kann oder auch an die Wand pinnen. Ein Manual in verschiedenen Sprachen. Eine USB-Slotblende. Eine Wi-Fi-Antenne, insgesamt 4 M2-Schrauben zur Befestigung der SSDs, eine Keycap für die Tastatur zum Aufstecken, ein paar Kabelbinder, Velcro-Kabelbinder und dann haben wir noch insgesamt 4 SATA-Kabel abgewinkelt 2 und gerade 2. So, das war es auch schon mit Zubehör. Ja, man kann schon mal einen Blick auf das BIOS werfen, aber wie die Benchmark-Ergebnisse aussehen und wie das Board im Test abschneidet, das zeigen wir dann auf hosjensite.de und wünschen schon jetzt viel Spaß dabei. Tschüss! So, da sind wir auch schon wieder zurück und haben das Mainboard abgebaut und können jetzt das ASRock Z790 Tai Chi nochmal live zeigen. Wir haben hier bis zu 4 DDR5 Module, die wir installieren können. Wir verwenden von Crucial DDR5 4800 Module, 2 Stück an der Zahl. Wenn man 2 Stück installiert, sollte man diese auf A2 und B2 im Slot installieren, um Dual-Channel-Support und die höchste Geschwindigkeit zu erreichen. Dann haben wir die Möglichkeit, eine Intel LGA 1700 CPU einzusetzen. Wir verwenden hier wieder eine Intel Core i7 CPU. Dann gibt es die Möglichkeit, bis zu 6, aber in dem Fall eigentlich 5 M2 SSDs einzusetzen, denn ein M2-Slot ist bereits belegt mit einem Wireless-Modul, das ist für Wi-Fi und Bluetooth zuständig. Das heißt, wir haben insgesamt 6 M2-Slots unter den Kühlern und können 5 belegen. Dann bietet das Board zahlreiche, aber wirklich zahlreiche USB-Anschlussmöglichkeiten. Wir haben interne USB-Anschlussmöglichkeiten, USB 3.2. Dann haben wir noch einen USB 3.2 Gen 2 X2 Anschluss, der mit doppelter Geschwindigkeit arbeiten kann und für die interne Weiterleitung an das Gehäuse vorgesehen ist. Dann gibt es hier noch einen 6-poligen Stromanschluss, der ist nicht etwa für die CPU da, sondern der ist für die USB-C-Anschlüsse da, um eine höhere Spannungsversorgung hinzubekommen. Hier sehen wir sie auch schon gleich. Das ist das I/O-Panel von dem Mainboard. Und da fangen wir hier einfach mal an. Wir haben 2 USB 2.0 Ports, dann haben wir einen HDMI-Anschluss, DisplayPort wurde ausgespart. Dann haben wir Anschlussmöglichkeiten von der Wi-Fi-Antenne. Dann haben wir einen Mikrofoneingang, ein Line-Out, einen SPDIF-Anschluss für digitale Audioübertragung optisch. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB 3.2 Gen 1 USB-Ports. Dann haben wir 2 USB 3.2 Gen 2 Anschlussmöglichkeiten.
Und wir haben sogar noch zwei USB-C-Anschlüsse und das ist bereits USB 4.0. Thunderbolt 4 Unterstützung ist ebenfalls vorhanden. Das heißt, wir können also auch Videoübertragung damit vornehmen oder wir können richtig schnelle USB-Sticks anschließen. Dazu haben wir noch einen Gigabit-LAN-Port und einen 2,5 Gigabit-LAN-Port. Ja, wie das Mainboard im Test abschneidet und wie die Benchmark-Ergebnisse aussehen, das zeigen wir jetzt auf fossilzeit.de und wünschen schon mal viel Spaß dabei. Übrigens, wenn ihr das Video mögt und wenn ihr weiteres von uns sehen möchtet, dann freuen wir uns über ein Abo. Und ja, kostet nichts, ist trotzdem gut. Bis dann, tschüss!